marschieren wir hier. Ja, herzlich willkommen. Heute geht es um das Thema Sponsern über das Internet, Online-Marketing im Vergleich zu Offline-Marketing, gerade im Bereich Network-Marketing. Und ich merke einfach immer wieder, dass so dieses Thema Online-Sponsern, dass da irgendwo ja manchmal ein bisschen was missverstanden wird, gerade was das Marketing betrifft. Es gibt ja da mittlerweile in den sozialen Netzwerken Gruppen, wo du für dein Business werben kannst. Und ich merke einfach immer, dass die Leute ja meinen, dass wenn sie ihren Link zu ihrem Unternehmen in diese Gruppen posten, dass sie damit Erfolg haben. Das geht dann sogar noch einen Schritt weiter, wenn mich heute jemand ankontaktet, dann schickt er mir sofort den Link mit seiner besten Geschäftschance ever, ja, und denkt dann, dass ich jetzt nichts anderes zu tun habe, wie dort einzusteigen. Und dann gibt es noch die, die treiben es auf die Spitze, die tragen sich in den Newsletter ein oder was auch immer und antworten mir dann auf jede E-Mail, die sie von mir kriegen, mit einer Geschäftsmöglichkeit. Und Leute, so kann es nicht funktionieren. Ja, wenn es jemanden da draußen gibt, bei dem das so funktioniert, okay, herzlichen Glückwunsch, weitermachen. Meine Erfahrung und die Erfahrung, die ich in den vielen Gesprächen mache mit Menschen, die täglich auf mich zukommen, ist einfach die, dass es nichts nützt, irgendwo einen Link reinzuposten. Um was es letzten Endes geht, und das spielt keine Rolle, ob du deine Kunden oder Interessenten übers Internet gewinnst oder ja offline Direktkontakte machst. Es geht darum, ja Vertrauen zu der Person gegenüber aufzubauen und dieses Vertrauen so lange zu vertiefen, bis die Person sagt, ja, mit dir will ich zusammenarbeiten. Und ich stelle einfach fest, dass viele Networker ja, sich überhaupt nicht weiterentwickeln. Ja, die machen jeden Tag das Gleiche, Tag ein, Tag aus, Jahr für Jahr. Das Einzige und das, was ich immer feststelle, ist, das Einzige, was sich ändert, ist das Unternehmen, in dem sie tätig sind. Das wird in regelmäßigen Abständen gewechselt, in der Hoffnung, dass dann ja, das neue Unternehmen, dass da das Gras grüner ist. Das Problem ist nicht das Unternehmen, das Problem ist die Arbeitsweise, dass ich kein System habe, ja, mit dem ich es schaffe, attraktiv für andere Menschen zu sein, dass diese von sich aus den Hörer greifen, mich anrufen oder mir eine E-Mail schreiben und Kontakt mit mir aufnehmen. Und darum geht es letzten Endes, nur um Aufbau von Vertrauen. Und der direkte Verkauf, das mag auch sein, da gibt es mit Sicherheit Branchen, wo das funktioniert. Also ich denke da zum Beispiel, wenn jetzt jemand, wenn die Festplatte vom Computer kaputt ist und er hat morgen ein wichtiges Meeting, dann kann ich mir vorstellen, wenn die Person jetzt im Internet sucht und stößt genau auf den Link, dann wird die sofort kaufen. Aber wenn es um Geld verdienen geht, um eine Geschäftschance, da werden die Leute sich erstmal informieren, werden schauen, bei welcher Person steige ich ein, wo kann ich was lernen, was entspricht meiner Arbeitsweise und. Okay, also und das ist aber jetzt ja im Network Marketing in der Regel nicht der Fall, dass die Leute ja sofort jetzt dringend dieses Produkt benötigen. Ja, auch wenn wir das dann als manchmal so meinen, ist es ja nicht so. Ja, sondern die Leute schauen schon sehr wohl, wo gehe ich hin, mit wem arbeite ich zusammen. Und dann kommt immer so der Punkt, ja, aber bloggen, kann ich mich damit attraktiv für andere machen? Dann sage ich ganz klar, ja. Ja, über deinen Blog, über Videomarketing, über E-Mail-Marketing. Es ist wie so ein Werkzeugkasten. Und wenn du es schaffst, die einzelnen Werkzeuge dann gezielt einzusetzen, wann sie notwendig sind, dann kannst du in der Tat gute Ergebnisse erzielen. Und ich habe zum Beispiel mehr Leute in der letzten Zeit online sponsern können als offline. Ja, einfach weil die Werkzeuge, die ich verwende, immer besser greifen, wo ich immer mehr weiß, wie muss ich was anwenden und dann funktionieren diese Dinge auch. Und das sind alles Dinge, die man lernen kann. Und dann kommt so der nächste Punkt, ja, über was soll ich denn schreiben? Ich habe doch gar keine Erfahrung. Und dann sage ich immer, nee, das stimmt nicht. Schreib einfach, also die beste Methode, wie du Vertrauen aufbauen kannst, ist, selbst jeden Tag etwas zu lernen, sei es, dass du ein Buch liest, einen Videokurs anschaust, einfach was zu lernen, das Gelernte umzusetzen und dann deine Erfahrungen weiterzugeben, also mit den Menschen zu teilen, die du erreichen willst. Ja, das können Teampartner sein, das können Kunden sein, das können Interessenten sein, das kann aber einfach auch nur das Lösen eines Problems sein, also indem ich darstelle, wie man von A, also vom Problem zur Lösung B kommt. Ja, und da hast du immer was zu schreiben. Du hast immer eine Möglichkeit, wenn du morgens aufstehst und überlegst,
was ist das Problem meiner Zielgruppe, wie kann dieses Problem gelöst werden und das dann eben zeigen. Also überhaupt nicht, nicht das Thema, die Frage ist einfach nur, will man persönlich wachsen? Will man diesen Weg gehen? Und ja, ich habe einfach eins festgestellt, solange man nicht bereit ist, bei sich anzufangen, den Weg zu beschreiben, zu gehen, ja, dann passiert Folgendes, man postet halt nächstes Jahr wieder die Links, vielleicht für eine andere Firma. Aber es wird sich nichts Grundlegendes ändern, weil Erfolg kommt dann, Erfolg ist etwas, was erfolgt und es kommt dann, wenn du die Ursache für Erfolg setzt. Und wir haben immer die Ergebnisse, die wir verdienen, auch ich habe Zeiten, ja, wo ich die Ernte für das einfahre, ja, was ich Monate davor gesät habe, im Guten wie im Schlechten. Und da muss man einfach dran und muss sagen, okay, will ich diesen Weg beschreiten? Und viele denken dann immer so, sie suchen die Wunderpille, wo ich nichts dafür tun muss, wo ich einfach einen Link zum Beispiel in eine Gruppe poste und schon kommen Millionen Menschen und fangen bei mir an. Das ist nicht so. Wenn jemand diese Wunderpille hat, dann freue ich mich gerne über einen Tipp. Meine Erfahrung ist leider da eine andere. Es wäre schön, wenn man einfach irgendwo einen Link reinstellt und dann kommen die Bestellaufträge nur so rein. Aber das heißt nicht, dass es irgendwann nicht so ist. Nur dieses Vertrauen, was die Menschen in einen setzen, das muss man erst erarbeiten. Und jetzt will ich dir einen konkreten Tipp geben, wie das aussehen kann. Anstatt einfach einen Link in irgendeine Gruppe zu posten, geh doch einfach mal her, setz dich hin, überleg dir, welches Problem haben die Leute in der Gruppe und wie können die das lösen. So, und dann schreib da einen Artikel dazu mit Mehrwert. Ja, schreib dazu, wie sie ihr Problem erreichen können, hol die Leute auf deinen Blog, versuch sie in deinen Newsletter zu binden und weiter mit Mehrwert zu versorgen. Und du wirst feststellen, irgendwann werden Menschen auf dich zukommen, die dankbar sind dafür, dass du ihnen Tipps gibst, dass du ihnen zeigst, wie sie von A nach B kommen können. Und dann werden sich Menschen rauskristallisieren, die bereit sind, den Weg zu gehen. Und es gibt aber auch Menschen, die fangen bei dir an, die sind eben nicht bereit, den Weg zu gehen. Ja, die sind nicht bereit für Veränderung. Die wollen einfach so weitermachen. Die wollen nichts dazulernen. Die wollen sich nicht weiterentwickeln. Da musst du einfach für dich ganz klar die Entscheidung treffen, willst du deine Zeit mit den Menschen verbringen oder willst du dich auf die Menschen konzentrieren, die weiterkommen wollen. Und noch ein Tipp, wenn du jetzt neu bist im Network Marketing, fang vielleicht nicht direkt mit Online-Marketing an, weil ich weiß, viele Menschen haben dann so diese Probleme im Kopf, oh, die Technik, wie soll ich das machen, wie soll ich das machen, wie soll ich das machen. Fang doch einfach an, mach dir einen Plan, wie kannst du beides kombinieren? Wie kannst du zum Beispiel in deinem Umfeld anfangen, da wo du schon Vertrauen aufgebaut hast? Kombiniere das Ganze mit einer langfristigen Strategie, dein Online-Marketing aufzubauen, ja? Und über das Internet Interessenten zu gewinnen. Ja? Auch ich mache es so, ich gewinne Interessenten übers Internet und versuche die dann irgendwie in persönliche Gespräche zu bekommen, um dann natürlich noch mehr das Vertrauen aufzubauen und dann hast du auch viel, viel bessere Ergebnisse darüber. Okay, das war's soweit. Ja. Also wie gesagt, für alle, die Angst vor Technik haben, vielleicht einfach offline und online kombinieren, weil das eine schließt das andere nicht aus. Ja. Die Strategien, die online funktionieren, die funktionieren auch in der Regel offline. Und keiner würde sich, ich sage jetzt mal, wie es in Facebook zum Beispiel jeden Tag passiert, keiner würde morgens auf den Markt gehen, würde sich hinstellen, würde schreien, hallo, ich habe hier eine Geschäftsmöglichkeit, hallo, ich habe hier eine Geschäftsmöglichkeit, hallo, ich habe hier eine Geschäftsmöglichkeit und jeden ansprechen. Das passiert normalerweise nicht. Ja? Und die Person, die es macht, die muss halt damit klarkommen, dass die Menschen einfach vorbeilaufen. So, und dass das nicht passiert, kann man zum Beispiel Mehrwert anbieten und kann trotzdem für sein Geschäft werben. Wenn dich das Ganze noch weiter interessiert, dann trag dich in mein Newsletter ein, dort versorge ich dich mit weiteren Tipps, wenn du das möchtest. Die sind gratis und wenn du mit mir zusammenarbeiten willst, dann findest du jetzt hier oberhalb den Link, klick drauf, melde dich an oder ruf mich an, nimm Kontakt mit mir auf, dann machen wir das gern gemeinsam und dann lass uns gemeinsam in eine neue Zukunft starten, gemeinsam zusammenarbeiten. In diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles Gute. Ich hoffe, der Tipp hat dich ein bisschen weitergebracht, hat dir weitergeholfen. Wünsche dir einen schönen Tag, viel Energie, alles, alles Gute. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.